Everybody's attention. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Hey! Hey! Doc! Come on! Finally! Don't do any crap. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Hallo und recht herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Wie lange mussten Computerspielenthusiasten darauf warten, dass dieses Spiel endlich erscheint? Und wie gestern schon auf Facebook angekündigt, habe ich mich dazu entschieden, dieses Spiel in der Maxed-Out-Konfiguration zu spielen. Und wir schauen mal, wie dieses Spiel abläuft. Denn ich muss zugeben, ich habe bisher von der Story noch keine Ahnung, denn ich habe das Ganze weder auf Konsole noch sonst in irgendeiner Weise gespielt. Und ja, dementsprechend bin ich relativ gespannt, wie dieses Spiel verläuft und vor allen Dingen, was uns in Los Santos erwartet. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Well, let's go. So, na, sollen wir hier auf ein paar Geiseln zählen, dass der sich hier ein wenig bewegt. So, los, beeil dich. Und du auch, Schlipsträger. Jawohl. All set. Phone it in. I'm making the call. So, was soll ich drücken? Pfeiltaste hoch, um das Handy anzurufen. Also ein Sprengsatz. Und auf unserem Cell Tower 0815 Handy rufen wir da jetzt an. Was sollen wir denn machen? Ah ja, genau, die Kontakte sollen wir aufrufen. Und jetzt können wir die Bombe zünden. Das knallt doch schon mal ganz ordentlich. So, können wir jetzt hier hinein? Jawohl, können wir. Dann würde ich sagen, laufen wir zum Tresor und schnappen uns unsere wohlverdiente Beute. Wir sind ja auch nicht bei Battlefield Hardline, auch wenn das Ganze hier durch diesen Banküberfall so anmutet. So, voll die Taschen. So, sehr schön. Geld eingesammelt. So, der Kerl im grünen Parker. Oh, 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 oh. Was? Links alt gedrückt halten. Ah ja, so kann man wohl wechseln. Erledige die Waffe. Unser erster Schuss. Okay, ja, damit sind wir definitiv auch schon mal Mörder. Auf geht's zum Ausgang. Drücke Q, um in Deckung zu gehen. Wo denn? Ah, ich würde sagen, wir nehmen hier diese feine Kiste. So, müssen wir das wieder anrufen? Nein, das funktioniert diesmal so. So, und raus hier. It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Move! We're coming through! So, und schon sind wir auch in die erste große Schießerei verwickelt. Oh je, oh je. Wollen wir mal hoffen, dass unsere Zielkünste uns hier nicht im Stich lassen. So, der steht immer noch. Dich haben wir erledigt, dich auch. Der steht ja schon wieder auf. Was ist denn mit dem Typen los? So, alles klar. Die sind wir losgeworden. Da kommt aber auch direkt schon Verstärkung. So, die Jungs halten auf jeden Fall was aus. So, okay. Weiter geht's, die nächste Streife ist schon vorgefahren. Haste-Spiele sind doch echt was Tolles. Und wir sehen hier auch schon gleich zu Anfang, die Grafik macht echt einiges her. Ich habe natürlich jetzt keine wirkliche Referenz zu den Konsolenversionen. Die Grafik war dann natürlich auch schon ziemlich gut.
Aber wir schauen mal, wie wunderschön dieses Spiel noch wird. Denn ihr wisst ja alle, jeder der mich kennt, was ich für Design übrig habe. Und dementsprechend spiele ich natürlich alles, was auch gut aussieht. So, warum nehmen wir uns nicht einfach einen der Polizeiwagen und hauen damit ab? Wäre doch einfacher. So, Ludendorff. Oh, da kommen noch mehr Cops. Ist ja fast wie in den Fast and the Furious Teilen. Da ist unser Fluchtwagen. Schnell hinein. Jetzt hat es unseren Fahrer auch noch erledigt. So ein Mist. Wow. Ah, wir fahren. So. Gut, unsere Mitfahrgelegenheit bzw. unser Abholpunkt sehen wir unten links auf der Karte. Wow, Polizisten überall. Wow, oh Gott, den habe ich ja komplett übersehen. Er fährt aber auch ganz entspannt weiter, als wäre nichts gewesen, okay? So, springen wir mal hier rüber. Oh je. Oh, das war knapp. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. Oh, wer wartet denn da? Oh, und schon sind wir den nächsten von unseren Kameraden los. Ja, natürlich kommt er klar. Ihm hat einer ins Herz geschossen. Natürlich kommt er klar. So, da gibt es noch einen Schuss in die Lunge. So, und jetzt müssen wir uns alleine gegen die Polypen verteidigen. Showdown auf der Farm. Ich hoffe einfach mal, dass wir genügend Munition am Start haben. Sonst könnte das Ganze hier gleich ziemlich blutig für uns enden. Oh je. So, ein Auto haben wir schon mal gesprengt. Oh je, da kommt aber ganz schön Verstärkung. Wir haben doch nur eine Bank überfallen. Ja, ziemlich idyllische Winterstimmung eigentlich. Aber die Luft ist natürlich gefüllt mit Blei. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Ganze spielte ja wohl 9 Jahre in der Vergangenheit. Und wir finden uns hier im Winter auf einem Friedhof wieder. But we know that you will show mercy to our friend. Ja, und genau hierum geht es. Grand Theft Auto 5. Ein Spiel, worauf die
Spieleenthusiasten natürlich sehr, sehr lange gewartet haben. Mehrere Verschiebungen haben wir erdulden müssen, aber jetzt ist es endlich soweit. Und bis jetzt kann man sagen, heute ist der Release-Tag und das Spiel läuft deutlich flüssig und stabil. Schauen wir mal, ob das auch so bleibt. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ja, da war unser Kumpel auch gerade beim Psychiater. Gelesen habe ich allerdings schon, dass wir da wohl auch des Öfteren hinlaufen können. Und der wird dann ein paar Geständnisse dort lassen. Und wir sehen hier die ersten Eindrücke dieser wunderschönen Stadt Los Santos. Leckere Hotdogs, eine ziemlich ekelhaft gelbe Treppe. Ein Vergnügungspark am Pier darf natürlich auch nicht fehlen. Eine sehr schöne Wasseranimation. Rowdies auf dem Fahrrad. Und der Muskelstrand darf auch nicht fehlen. Ja, schicke Strandpromenade. Wenn man ins Detail sieht, dann ist es doch nicht so sauber, wie es von der Luft aus wirkt. Hier sehen wir noch ein Beispiel. Saying, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Ah, hier haben wir auch schon wieder den nächsten Protagonisten in diesem Spiel. Sehr schöne, detaillierte Seitengasse. Schauen wir uns doch einfach mal hier um. Ja, das Ganze sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr schick aus. Wir erinnern uns, Watch Dogs war ja auch ein Spiel, welches ziemlich detailverliebt war. Aber GTA 5 versucht da nochmal eine Schippe draufzusetzen. Und wir schauen mal, was für ein Auto wir uns hier nehmen. Na, das sieht doch mal nett aus. Wähle eines der Autos. Ich bin eher so der Weiß-Fan und deswegen schnappe ich mir hier diesen Audi R8, würde ich mal fast sagen. Und mal sehen, wo es hingehen soll. Might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster.
Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Folgelammer, das machen wir doch natürlich. Geben wir mal ein bisschen Gas und brettern hier mal über den Highway von Los Santos. So, die Kamera können wir natürlich auch wechseln. Schauen wir mal, welche Perspektiven wir haben. Ja, die kennen wir ja eigentlich auch schon. Oh. Ups, damit haben wir die erste Ampel dieser Stadt zerstört. Und wo ist unser Kumpel? Da hinten, da müssen wir wieder hinterher. Haben wir schon die ersten Kratzer in dieses schöne Auto gefahren. Wo will er denn hin? Komm, ich krieg dich sowieso. Ich fahr den 8-Zylinder. So, ich will natürlich keinen überfahren. Bisher nur Kollateralschäden und einen neuen Kotflügel brauche ich auch. Ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Aliens. Oh, oh, oh. Hey. Da kam mir der LKW ein bisschen zuvor. So, wir hätten auch einfach über die Straße fahren können, aber nein, durchs Industriegebiet bietet sich natürlich auch immer an. So, weiter geht's. Viele verschiedene Autos hier, wie ich auf Anhieb feststelle. Und das Ganze hier sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Meine Fahrkünste nicht, aber weg von der Straße. Aber die Welt hier macht wirklich einen sehr schicken Eindruck. So kann man sich ein Spiel mal gefallen lassen. Ah, hier kann ich nochmal mit V die Fahrerperspektive anders anpassen. Und hier sehen wir einen großen Vorteil der PC-Version, natürlich auch auf Xbox One und PS4, die Ego-Perspektive. Und die ist auf Anhieb hier wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das macht auch Spaß, das macht Freude beim Autofahren. Jetzt hat man endlich wieder einen Grund, morgens ins echte Auto einzusteigen und über die Straßen zu brettern. So, hier fahren wir in ein Parkhaus. H, um die Scheinwerfer einzuschalten, machen wir das doch. Ach, und hier geht's auch direkt schon wieder raus. So, wo stecken wir denn jetzt hier? Wo will er denn eigentlich hin? Oh. Von Google Maps haben die zwei leider noch nichts gehört. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, it's one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Oh, Mann, okay. Jetzt werden wir natürlich von der Polizei verfolgt. Was haben wir denn noch für Kameraperspektiven? Oh, die kennen wir, die kennen wir. Etwas weitere Version, aber hier die Eco-Perspektive, die gefällt mir echt ganz, ganz gut. So, und dann flüchten wir mal in Eco-Perspektive. Project Cars steht natürlich auch schon in den Startlöchern, aber bis es soweit ist, können wir hier auf GTA 5 zurückgreifen. So, schauen wir mal, wo wir jetzt am ersten hier verschwinden können. Wahrscheinlich müssen wir uns einfach, wie in den guten alten GTA-Teilen, weit genug von der Polizei fernhalten. Beziehungsweise einen kleinen Unterschlupf finden. Ja, und das Fahndungslevel ist natürlich auch allseits bekannt. So, ich fahre jetzt einfach mal hier durch und das ist natürlich eine Sackgasse. Aber vielleicht reicht das schon. Ducken wir uns doch mal. Aber wir können so ein wenig in dem Fahrzeug umgucken. So, klappt das? Bin mir ja nicht so sicher. Ja, oben blinken die Sterne. Jawohl, und wir haben es geschafft. Wir sind die Polizei losgeworden. Und damit sind wir auch am Ende von Teil 1. Schaltet auf jeden Fall zu den nächsten Teilen ein. Es geht spannend weiter mit GTA 5 und grafisch beeindruckend.
Bis dann.